Für die Präsentation? Frank Beyers neuer Schallplatte. Ein Vinyl über den Pott und seine Menschen. Unser Konzept sieht eine stilgerechte und authentische Präsentation unter Tage vor. Und wir möchten Sie deshalb dafür gewinnen, diese Veranstaltung im Bochumer Bergbaumuseum durchzuführen. 1900. Mr. Ruhrgebiet, Frank Beyer. Lieder sind sein Leben, sein Leben sind die Lieder. 136 knapp waren es am 11. Februar. 136 Knappen waren es am 11. Februar. Musik war sein Protest. Seine deutschsprachigen und radikalen Texte brachten ihm seine Bekanntheit. Ab 1976 befasste er sich mit Texten bekannter Arbeiterdichter wie Heinrich Kempchen und zeitgenössischen Autoren wie Lieselotte Rauner, Ernst Hugo Käufer und vielen mehr. Es folgten zahlreiche Konzerte, TV-Auftritte, Schallplatten und CDs. Als Liedermacher aus dem Revier lernte Beyer auch Wolfgang Niedecken, Ina Deta, Helge Schneider und den König von Deutschland, Leo Reiser, kennen. Beim großen Stahlarbeiterstreik 1978-79 in Duisburg war Frank Beyer mit am Werkstor und unterstützte die Streikenden. Er engagierte sich mit aller Kraft in einer weiteren Bürgerinitiative, in der es um den Erhalt der großen Zechensiedlung Rheinpreußen ging. Aber besonders stolz ist er auf seine Harfe, die er 1991 selbst gebaut hat. Auch heute noch geht Frank Beyer auf Tournee und tritt mit politischen Liedern auf, die stets mit Ausbeutung, Umweltzerstörung und Intoleranz zu tun haben. Er schrieb aber auch Kinderlieder für die Sesamstraße. Mr. Ruhrgebiet singt bis heute vom Kohlenpott und das mit viel Erfolg. Sein aktuelles Motto ist jedoch: Ich bin kein Kampfsänger mehr. Er ist nicht nur Sänger, sondern Autor, Liedermacher und Sammler historischer und zeitgenössischer Arbeiterlieder zugleich. Hör mal, ich war doch noch nie in einer Muckibude. Er bedient seine Kunst und will sie mit seinen Fans teilen. Und er ist einfach bereit, noch viele neue Projekte zu erobern. Schlagende Winter sind ausgebrochen. Schlagende Winter sind unser Tod. Bruckhausen ist die Bronx, ne, in von Duisburg. Und da habe ich Germinal gelesen. Und kriegte auf einmal mit, was war in Nordfrankreich. Und da habe ich gemerkt, ich möchte gerne wissen, was haben eigentlich unsere Großväter hier gesungen? Liedermacher war ich schon, da habe ich mich auch mit dem Ruhrgebiet auseinandergesetzt. Was haben unsere Großväter gesungen? Und dadurch bin ich auf einmal auf ganz bestimmte Sachen gestoßen. Habe erst die Bänkel-Lieder, die bekannt waren. Der Bergmann ist für die Welt bekannt, ein ganz gescheiter Mann. Auf der Zeche, Minister Stein.